Nur wenige Minuten sind seit der Alarmierung vergangen. Die Feuerwehr aus Rot trifft als erste am Rhön-Park-Hotel ein. Der Auftrag ist klar, die Hotelgäste müssen so schnell wie möglich in Sicherheit gebracht werden. Um nicht selbst Opfer des Rauches zu werden, legen die Männer Schutzhelm und Gasmaske an. In einem Technikerraum war das Feuer ausgebrochen. Die Rettungskräfte bahnen sich ihren Weg zu den Opfern, um sie dann in Sicherheit zu bringen. Mittlerweile sind auch Malteser, Rotes Kreuz und technisches Hilfswerk vor Ort. Insgesamt sind jetzt gut 200 Männer und Frauen im Einsatz, um die Patienten zu retten. Eine Sporthalle wird zum Lazarett. Notärzte behandeln darin die Verletzten. Fazit der Übung: Die Rettungskräfte sind für den Notfall gerüstet. Sie waren schnell vor Ort und haben dann Hand in Hand gearbeitet. Gerade 2 Stunden hat es gedauert, vom Beginn bis zum Abschluss des Einsatzes.